Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder. Wunderschönes Wetter ist draußen, aber wir dürfen ja leider nicht raus, aber ist nicht so schlimm. Deshalb reagieren wir heute auf den Wunsch von Abgezockt und lieben Marco. Ich hoffe, euch zwei geht's gut. YouTube-Kacke, die Jungs BG Teil 3. Darauf freue ich mich auch schon mega. Ich muss aber was dazu vorneweg sagen. Ihr seht, was ich bin, aber ich bin eigentlich eine Frau im Körper einer Frau. Das wollte ich nur mal ganz ehrlich zu euch sagen. Deshalb kann ich Jungs BG kann ich gar nicht erst rein. Und wir gucken uns jetzt heute mal die Jungs BG Teil 3 an. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Und ja, drücken wir alle mal die lange Endertaste. Nicht das andere längliche Ding, sondern die Endertaste. Was da bist. Ein neuer Morgen in der Jungs WG. Hier. Boah, Alter, das Haus sieht voll schön aus. What the fuck? Warte mal, ein neuer Morgen in der Mädels-WG. Neuer Morgen in der. Das ist aber, das ist nie real, das ist doch hier Dings, ne? Das ist doch, nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Haus echt ist. Weil, wieso ist das so bunt und die anderen Häuser nicht? Aber das könnte wirklich so sein. Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Schreibt das in die Kommentare. Würde mich jetzt echt mal interessieren, weil in dem Haus würde ich auch wohnen. Sieht irgendwie voll modern aus und die anderen Häuser fallen in sich fast zusammen. Der Jungs-WG. Hier leben Marlon, Aaron, Alexei, Michael und Paolo einen Monat lang ganz... Boah, was ist denn das für... Was ist denn das für eine Jungs-WG? Ich dachte irgendwie, das heißt hier Jungs-WG wegen Jungs so... Jungs, also Kerle, die unter 25 sind und nicht hier Kerle, die kurz vor... Ne? Kurz vor der Beerdigung sind. Was machen die in so einer WG? Planen die schon ihre Beerdigung? Oder was macht man in so einer WG? Digga, was ist das? Mann, das ist die falsche WG. Achso! Achso, das... Ah, der war cool. Der war nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ihr Schlingel. Ja, das wäre aber wirklich eine witzige WG gewesen, ey, irgendwie so. Was macht man eigentlich? Obwohl ich mir das auch ganz cool vorstellen könnte, mit seinen besten Freunden in so einer WG bis zum Sterbetag zu leben. Aber in so einer WG, die so 30 Hektar Quadrat groß ist. Wo man wirklich so übelst Platz hat, weil muss ja nicht unbedingt sein, wenn mal die Freundin nach Hause kommt und dann die alten Säcke dann auf der Couch nackt sitzen und Bier trinken, ne? Ihr wisst, was ich meine. Neuer Tag in der WG, in der unsere 5 Jungs einen Monat lang leben. Ausschlafen und so viel furzen wie möglich. Ein Traum gäbe es nicht auch Michael. Ein Traum gäbe es nicht auch Michael. Oh, ich weiß schon noch, was für eine Schiene hier das hinaus will. Doch es gibt das könnte ich sein. Nachrichten. Heute soll Michael endlich von. Ist mir übrigens echt mal passiert. Ich habe meiner Oma damals geholfen, Wäsche zu bügeln. Und witzigerweise hatte meine Oma die fantastische Idee, mich dann in diesem Moment zu rufen. Und anstatt das auf diesen Halter zu stellen, habe ich das. Das Traurigste war von meiner Oma, das war so ein Blumenkleid, so ein richtig altes DDR-Kleid, das sah echt schön aus, ne, war ein bisschen rausgewaschen, die Farbe, aber sonst sah das ja schön aus. Ja, da habe ich mir so gedacht, komm, stellst du einfach mal kurz hin, so lange bin ich ja nicht weg, ne, und dann war es kaputt. Aber hat nicht komplett gebrannt, aber da war halt, ne, die Form von Bügeleisen heißt das Ding, genau. man hätte das Loch ja zunähen können. Ne, mit einer echten Blume, irgendwie so eine echte Blume hinmachen. Michael ist schon putzmunter. Alexei und Paolo scheinen noch nicht richtig fit zu sein. Die beiden haben mega den dummen Schiss. Aaron hat momentan andere Probleme. Oh, wo rennt denn der jetzt hin? Oh, oh. Oh, geh auf. Statt da rennt zu seinem Vollerkeller also, oder so. Wenn man wäscht, wurde mir so beigebracht, dass man vorher alles in die Taschen reinguckt und alles rausnimmt. Und das Koks, das hat er wohl vergessen. Das Koks hat er. Oh nee. In der Villa müssen noch die Fenster geputzt werden. Koks. Michael will es mit dem Staubsauger probieren. Was? Mann, so werden Fenster geputzt. Also wenn ihr jetzt.
Wenn er jetzt wirklich anfängt, draußen im Garten zu saugen, ey, dann ist Hopfen und Malz verloren. Aber das ist kein Sauger, oder? Das ist doch bestimmt was anderes. Laubbläser. Michael. Oder sowas. Ey, Michael, lass das mal wann anders machen. Wir haben jetzt einen Termin. Und zwar einen Termin in der Hip-Hop-Tanzschule. Vielleicht kann man ja damit ein Kamel beeindrucken. Was? Boah, voll so. Hallo Jungs, freut mich nicht, dass ihr da seid. Freut mich nicht, dass ihr... Weil ihr heute das erste Mal da seid, müssen wir jetzt die Hosen ausziehen und in Unterhose hier tanzen. Wer von euch hat denn schon mal getanzt? Du hast getanzt. Ich habe früher Ballett getanzt, sehr lange. Ist ein absolutes No-Go. Ich gehe davon aus, dass ihr... Ist ein absolutes No-Go, ja. Nee, stimmt. Das ist Schwachsinn. Also wenn es Kerle halt gibt, die gerne Ballett tanzen, okay. Aber dann ist immer so komisch. Aber wie schon gesagt, also können Kerle ruhig machen. Was ist das für euch? Ich mache das ja auch immer freizeitmäßig. Okay, wir beginnen den Unterricht heute damit, dass wir ein kleines Warm-up machen. Dance, Snans, Dance, Fans. Hallo, Freaks. Denn genau das seid ihr ja. Hier geht's weniger um die Kraft, sondern mehr um den dritten Teil der Teamsformel. Nämlich, lässt ein Eis. Genau das seid ihr ja. Darum soll es gehen. Wir hauen euch eine rein, okay? Let's go. Das ist ein russischer Tanz, okay. So tanze ich, wenn ich besoffen bin. Okay, der Tanz nennt man der Reiter, weil... Ne? Alter, nicht nochmal. Diesen Dreck kann man sich echt nicht geben. Ah, cool gemacht, ey. Zurück in der Villa bereiten die Jungs das Essen vor. Marlon und Alexei sind heute für den Brötchenkauf zuständig. Jo, Leute, habt ihr Brötchen gekriegt? Ja, aber irgendwie ist uns gerade aufgefallen, dass es ein bisschen zu wenig ist. Hey, wie? Ja, ein Brötchen. Keine Ahnung, wir haben jetzt einen Fisch. Hä, aber ihr wusstet... Ja, ich weiß, aber irgendwie keine Ahnung. Hä? Jetzt haben einen Fisch reicht. Also ich esse immer morgens einen Fisch. Irgendwie haben wir da nicht so geschaltet. Vielleicht lag es daran, dass wir bald noch so ein bisschen verkostet waren, sag ich mal. Michael hat... Alter, jetzt mal... Das ist ja der Michael. Nee, Michael, tut mir leid. Ich muss noch ganz kurz... Das ist nicht böse gemeint, aber kriegt der nichts zu essen? Also klar, wenn man natürlich jetzt für die ganze Jungs-WG abends zum Bäcker, natürlich. Das macht jeder normale Mensch. Natürlich, wenn die früh zum Bäcker gehen, natürlich nur ein Brötchen oder so kaufen, ne, für die ganze Jungs-WG. Also da kann wohl eh nur bis eins zählen. Ich weiß, das ist, ne, die haben irgendwas anderes vergessen. Aber stellt euch mal vor, so, der ist in der Nahrungskette ganz unten. Der wird nie mal lange machen in der WG. Der wird morgen, übermorgen Löffel abgeben. Aber das ist eine natürliche Selektion. Also entweder der wird in der Jungs-WG irgendwie eingesperrt oder so, dass er nur noch raus darf, wenn er mal putzen soll. Oder der will einfach nichts essen. Alter, das ist ja gar nichts, das ist Knochen. Michael hat etwas entdeckt. Eine Zeitmaschine im Keller. Oh. Was ist denn das? Mann, ich kann nicht mit so einem Scheißding umgehen. Was ist denn das? Doch Marlon kann helfen. Kenn ich gar nicht. Okay, was ist denn Start, das? Oder? Ach, ich meine, aber Start. Ja, drück einfach drauf. Ist egal. Mach 90 Grad noch rein, am besten, wenn du T-Shirt oder sowas hast. Ich guck jetzt genau, einfach rein. Genau. Ich kenne das Gerät gar nicht. Perfekt. Ich kenne das Gerät gar nicht. Hallo meine Kinder. Wie geht's euch? Hallo meine Kinder. Weiterhin. Okay, ich habe damals einen Immobilienkaufmann gemacht und dann studiere ich noch berufsbegleitend. Ich bin Student jetzt, wohnhaft auch hier im Schülischen. Das ist aber eine andere WG jetzt. Was studierst du? Germanistik und Inderwissenschaft. Okay, krass. Okay, ich habe damals einen Immobilienkaufmann gemacht und dann studiere ich noch berufsbegleitend. Also ich kenne das Gerät leider auch nicht. Ich kann euch auch nicht sagen, wie das funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich habe damals einen Immobilienkaufmann gemacht. Kann er sich mal eigentlich mal auf den Stuhl setzen und nicht aufs Geländer? Weiterhin. Das triggert mich. Ja, das ist genau wie die Leute, man hat eine Couch zu Hause, wo setzen die sich drauf? Auf die Lehne oder sowas, weißt du? So, ich gebe oder eine Bank, zum Beispiel draußen, weißt du, die Bank ist zum Hinsetzen da. Und dafür hat man extra so eine Ablage mit Lehne, wo setzen die sich drauf? Oben drauf. Solchen Leuten würde ich am liebsten dahingehen und sagen, soll ich euch das mal zeigen, wie man sich auf eine Bank setzt? Wollt ihr das mal sehen? Ich weiß, das ist sehr komplizierter Vorgang, aber ich kann euch das Schritt für Schritt erklären. Ich habe als Immobilienkaufmann gemacht und dann studiere ich noch berufsbegleitend. Ja, nee, also das Gerät kenne ich nicht. Krass, Mann. Voll Hammer, voll cool. War ganz cool. Voll cool. Lass uns das so öfter mal machen. So. Die Jungs möchten sich jetzt den Nachbarn vorstellen. Guten Tag, wir wollten uns als ihren neuen Nachbarn vorstellen. Ach du Scheiße. Die Katrin wird da. Ah, nee, Karin. Die ist eigentlich ganz Karin, nett. Also mit der Verstehen so gut. Ist ja gut, ist ja wichtig, dass wir ein intaktes Nachbarn haben. Auf die würde ich auch gerne mal reagieren. Aber dann heißt es wieder hier irgendwie in den Kommentaren, du machst es ja wegen Thema oder sowas. Aber würde ich auch gerne mal machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich so selbstbewusst reinfinde. Ich komme doch nicht ohne Grund hierher. Ach stimmt, das war ja... da wurde Tanzverbot ja gestalkt von jemandem. Der hat ja dann auf Instagram so ein Video oder einen Status hochgeladen. War ich nicht, Spaß. Und da hat er gesagt, ja, hier ist Tanzverbot, ich sehe dich und sowas. Und dann hat er sich entschuldigt, hat er gesagt, das war alles nur Spaß. Dann hat er einen YouTube-Account gemacht und auf YouTube-Account hat er das auch nochmal erklärt. Oder der hatte seinen YouTube-Account schon länger. Aber hat er natürlich alles nur für Reichweite gemacht. Der hatte ja dann seine Reichweite. Nur das Problem war, dummen Weg ist er gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, was mit denen jetzt gerade momentan ist, aber von denen hört man jetzt auch nichts mehr. Aber der hat definitiv viel Aufmerksamkeit auf seinen Channel bekommen. Definitiv mit der Aktion. Fand ich aber auch absolut frech. Richtig frech. Ich wäre auch rausgegangen. Hätte gesagt, was soll denn das hier? Mann, stalk jemand anders. Und da hätte ich Polizei gerufen. Da hätte ich gesagt, nee, nicht schlagen. Hier kriegst du mein Handy, kriegst du mein Portemonnaie. Und ja. Doch nicht ohne Grund. So hätte ich das geklärt. Weil man braucht einfach mal ein bisschen Abstand. Weil es einfach zu schlimm geworden ist. An einer bestimmten Größe ist das einfach so. Huhu. Wir sind die neuen Nachbarn. Hau ab! Wollen wir mal ein Pläuschen halten? Junge! Was ist Ihr Name? Halt die Fresse! Ich heiße Paolo. Ich bin Michael. Den Namen kann sich mich am besten merken. Ja. Michael. Alter, vor allem wie an den Zaun. Haut ab! Und ihr seid tot. Weil wenn die irgendwie... Hau ab! Du wirst es bereuen, Alter! Also bring jetzt alles mit. Lass es wieder abhauen. Oh, das war... Unsere fünf Jungs müssen wegen Drachenlord jetzt ihre WG verlassen. Ihre Isomatten und die Waschmaschine haben die fünf schon eingepackt. Auch Fabian für die Fahrt nehmen sie mit. Das Jungs ein Adigummi, ne? Der Aaron nimmt Stifte. Ich glaube, ich nehme jetzt für die lange Fahrt nämlich mir. Ich habe oben noch so einen Schokokeks. Und den nehme ich mir einfach mit. Die Waschmaschine. Okay. Aber schon naht das nächste Problem. Paolo hat sich ordentlich eingeschissen. Ich hätte meine Hose schon aufgeschissen. Und wenn ich dann irgendein bisschen essen lasse. Ja, dann auf einmal Puls, ne? Also es kann ja auch jedem mal passieren, dass man irgendwo was scheißt. Ein holpriger Start. Ja, klar. Und es liegen noch 20 Meter Strecke vor ihnen. Ja, wo macht das denn hier? Nein, doch nicht da runter. Lass mal erstmal jemand auf die Straße gehen, gucken gehen. Wir müssen nach links. Entschuldigung. Und dann links über die Ampel. Hallo. Ist rot, ne? Bitte warten bei rot. Hä? Heavy. Lacht noch. 400 Euro kostet das. Ah, geil, die Polizei. Wie hieß die Serie? War das? Nee, nie auf Streifen, ne? Es war doch die Cops. Oder mein Revier. Und da gab es ja die Fahrradcops. Fahrzeugpolizei zu entfachen. Die wurden sehr ernst genommen von der Bevölkerung. Also, ich finde eigentlich, dass man keine Vorurteile gegenüber den Rassisten machen sollte, eher gegenüber Andersfarbigen. Also ich finde da nichts Richtiges dran. Du bist ein scheiß Ausländer, ne?
Ich bin ja wirklich kein so Schwarzer, ich bin nur hellbraun so. Ausländer, ne? Vorurteile sind für mich. Ich hasse Vorurteile über alles, also. Aber Scheiß Ausländer, ne? Selbst im Zelt hören die Gespräche nicht auf. Ey, und was ist für dich Liebe? Was ist das für ein, was definierst du unter dem Wort Liebe? Salami-Pizza mit extra Käse. Das können die definitiv jetzt erstmal im Zelt nachmachen. Dann wissen die, was die Definition von Liebe ist. Die sind ja sehr nah schon beieinander. Dann könntest du es ja mal ausprobieren. Natürlich alles unter ein Experiment. Okay, Ladies, get down. Okay. Also, ich finde da nichts Witziges dran. Schön, sehr schön, cool. Fand ich sehr geil. Sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr geil. Cool. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt in die Kommentare, auf was ich als nächstes reagieren soll. Wir sehen uns in aller Frische im nächsten Video wieder. Und jo. Bleibt gesund. Passt auf eure Umwelt ein bisschen auf. Also besser gesagt auf die älteren Leute, hustet die es nicht unbedingt an, weil es gibt da draußen Leute, habe ich jetzt öfter schon mal beim Einkaufen gesehen. Aber ja, wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.